Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Brave. Da steht zwar Merida, aber das bedeutet Brave, so viel wie Brave. Dieses Spiel habe ich noch nie gespielt und ich würde es gerne mit euch zusammen beginnen. Ja, wir wollen eine Speicherdatei erstellen. Ja, das Spiel speichert anscheinend automatisch. Ein neues Spiel. Was spielen wir denn auf? Tapfer? Bist du tapfer genug? Wir fangen wir auf einfach an. Es wäre schwierig, ich spiele natürlich mit der Königin der Wald. Benutze den D-Pad zu bewegen. Hüpfen ist schon mal A, bewegen ist das, B ist auch nichts, Z auch nicht, C auch noch nichts. Also, lass mal beginnen. Mann, warte auf mich! Wirst du sehen, ob es auf dich wartet. Atemspringen, das habe ich ja vorher schon rausgefunden. Die ist doch da. Das kann ganz gut mutig sein. Wow. Ja, sie mag dir ja wohl ein paar Stöcke an dir geben. Ja, das wäre was. Nein, das will ich natürlich nicht. Oh. Da ist wohl die Brücke eingekracht. Eine Prinzessin im Wald eine Bäre hinterherjagen zu sehen, hättet ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Aber das ist in Ordnung. Man sagt mir nur selten nach, dass ich mich wie eine richtige Prinzessin benehme. Ich bin Merida, die Tochter meines Vaters. Das ist der Fergus, der Bärenkönig von Dunbar. Er hat mir beigebracht, ein Brett zu halten, das Schwert zu schwingen und mit Pfeil und Bogen zu gehen. Aber über den Hof herrschen, das ist die Spezialität meiner Mutter, Königin Eleanor, die Diplomatin. Sie versucht ständig, mir beizubringen, wie man eine richtige Prinzessin wird. Sie versteht mich nicht. Sie versucht es nicht einmal. Ach, ich wünschte, sie wäre anders. Ja, kannst du mal sehen. Oh, eine Schatztruhe. Ja, mit 1, 2. Eine großartige Waffe. Übungsschwert. Wer benutzt ihr das? Bei der Wii-Familie. Wir werden uns mal ein bisschen hier umsehen. Kann man auch Sträucher? Ja, Sträucher kann man auch. Also hier kann man alles zerstören. Nicht alles. Ich nehme es mal zurück. Mal ein paar Münzen sammeln, mal sehen, wofür die gut sind. Oh, ich bin reich! Mit 150 Goldstücken ist man reich, gut zu wissen. Stell dich in die
Ich diese Reihenfolge auf die Druckplatte. Die Steine sehen aus, als hätten sie eine Funktion. Vielleicht muss ich auf eine bestimmte Weise drauf treten. Okay. Eine weitere Truhe. Ein Bogen! Juhu, ein Bogen! Übungsbogen. Drücke Pfeiltasten, um mit deinem Bogen zu zielen und zu schießen, okay. Schieße mit dem Bogen. Dafür, was ich wollte. Also lief ich davon und fand mich am Haus der Hexe wieder. War dieser Ort wirklich real? Oder war er nur da, weil ich es so wollte? Ich befahl der Hexe, mir einen Zauber zu geben. Erlangte es als zukünftige Königin von Danbrog. Ach, was war ich doch für ein Narren. Dunkle Magie, oder? Ich soll Licht nicht. Die Sterne sind unglaublich. Ich frag mich, ob Dad sie je gesehen hat. Du hast meine Mutter in einen Bären verwandelt. Das ist alles deine Schuld. Meine Schuld? Meine Schuld? Ach, aber wer bin ich denn, mich der zukünftigen Königin von Danbrog zu verweigern? Schon gut, aber... Aber du hast mich ausgetrickst. All dieser Zorn, dieses Misstrauen. Das ist es, was die Probleme in erster Linie verursacht hat. Du hast das verursacht. Nein, diese Magie ist viel älter als der Zauber, der deine Mom verwandt hat. Vor langer Zeit begann ein Bär durch diese Wände zu schreien, der aus Eigensinn und Misstrauen geboren worden war. Mordu? Bestie lebt noch. Mordu wird von Wut und Selbstsucht am Leben gehalten. Er wandert noch immer durch den Wald. Seine verfluchte Seele verdichtet die Macht der alten Steine. Dieses Verderbnis ist aus den Steinen gesickert, hat den Wald verschmutzt und alle Arten an schrecklichen Lebewesen aus vergangenen Zeiten wieder auferstehen lassen. Harpyen, Alraunen und Geisterwölfe. Und es hat auch meine eigene Magie durcheinander gebracht und sie wurde unverzichtbar. Deine Mutter ist jetzt von
berührt worden. Mordus Macht kommt von genau den Wegsteinen, die er verdorben hat. Du musst die Kreaturen besiegen, um die Wegsteine zu reinigen und den Schmutz zu beseitigen. Ich? Warum soll ich das machen? Weil du, dummes Mädchen, die beste Bogenschützin dieses Königreiches bist. Bist du doch, oder? Aber kann ich dir vertrauen? Vertrauen wird deine Mutter für immer gefangen bleiben. Möchtest du, dass sie wie Mordu endet? Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ach, ich hätte es fast vergessen. Nimm dieses Amulett. Du wirst es brauchen, um den ersten Wegstein zu reinigen. Jetzt geh schnell! Während wir plaudern, hat sich der Schmutz bereits hierher bis in mein eigenes Zuhause ausgebreitet. Das Rose? Ich schieße Rose. Das wird mir bei den Monstern helfen. Ein Ätherlis. Erdtalisman. Ja, ich habe Erdtalisman. Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter spielen, dann. Was soll ich bloß machen? Dieser Wald war auch schon vor der Verschmutzung. Es ist jetzt so dunkel. Das war eine Erleichterung. Grüner Trank, gib dir Gesundheit. Für hier erstmal den ersten Part beenden und viel Spaß dann im zweiten.